Also ich begreife mich nicht als Vorleser, sondern ich möchte ja gerne so eine Geschichte so plastisch wie möglich machen. Und wenn es ein Roman ist, dann möchte ich ja auch gerne die einzelnen Figuren charakterisieren. Dann spreche ich eine Frau anders als irgendeinen schweren Säufer oder was auch immer. Ich versuche da immer ein bisschen zu malen. Man kann da nicht zu viel machen, das wird dann albern, aber ein bisschen möchte ich das machen. Er drehte den Kopf etwas und sah sie beim Gehen aus den Augenwinkeln an. Misstrauischer Typ, dachte sie. Obwohl er eigentlich recht attraktiv aussieht mit seinem neckischen Haarwirbel und den grünen, wachen Augen. Dann wüssten sie, dass ich keine Informationen verkaufe. Dazu hätte ich bereits genügend Gelegenheit gehabt. Anstrengend ist ein schönes Stichwort, weil ich glaube, ein Schauspieler kann sich nichts Anstrengenderes aufhalsen, als ein Hörbuch zu lesen. 5 Tage im Atelier zu sitzen, sich nicht bewegen zu dürfen, nicht mit den Händen rascheln, möglichst nicht so viel Luft holen, weil so ein Atmer immer schrecklich klingt übers Mikrofon. Und dann hier nicht mit dem Stuhl knarren. All dieses 5 Tage lang, immerhin ist man dann, ich schätze mal, so 6, 7 Stunden im Atelier. Und nach dem ersten Tag merke ich, dass ich abends Muskelkater in den Wangen habe und muss am nächsten Morgen schön warm duschen und immer ein bisschen massieren und so. Es klingt so blöd und albern, ist aber so. Die Leute, die diesen Beruf machen, sind hochgradige Spezialisten. Wir haben in Deutschland ungefähr 1000, 1500 Leute, die synchronisieren. Davon können vielleicht 150 hervorragend Hauptrollen sprechen, wenn es 150 sind. Das heißt, man muss den jungen Leuten, wenn die kommen, so viel Hilfestellung geben und so einen Teppich ausrollen, wie es nur geht. Wenn junge Leute da sind, freue ich mich immer darüber, weil ich war ja auch mal jung. Man glaubt es nicht, aber ich war mal schwarzhaarig. Und ich habe ja auch mal angefangen und wie vorhin geschildert, ich war so dusselig. Also ich bewundere jeden, der nicht so dusselig ist, wie ich damals war. Ich möchte nicht als Selbstverwirklicher dastehen. Ich möchte Geduld haben. Geduld ist das Allerwichtigste. Es ist mir völlig egal, wenn da ein junger, unerfahrener Mensch kommt, der nicht weiß, wie synchronisieren geht, dann soll der meinetwegen 20 Aufnahmen machen. Das ist mir ganz gleich. Ich lehne mich zurück und warte, bis er das hat und setze noch so ein paar kleine Lichtlein da auf, inszenatorisch, und dann wird das schon. Und wenn das nach 20 nicht ist, dann nach 25. Mein Rekord ist 45 Aufnahmen und da konnte ich schon synchronisieren. Einer der wundervollsten Schauspieler, die ich in meiner langen Zeit erleben durfte, war Wilhelm Borchert, eine ganz berühmte Stimme. Der hat Charlton Heston gesprochen und John Gielgud und Sir Laurence Olivier und so. Und den habe ich mal gefragt, Sie haben doch so viel Theater gespielt, wie stehen Sie denn zum Synchron? Da sagt er, wenn ich das nicht könnte, Herr Riedel, das ist doch so eine Bereicherung in meinem Berufsleben. Die Rollen, die ich da synchronisieren durfte, die sind doch eine Bereicherung so für diese Riesenvielzahl von Figuren und Charakteren. Hätte doch mein schauspielerisches Leben gar nicht ausgereicht. Erstmal sage ich den Kindertraum, der mir nicht geglückt ist. Ich bin ja Schauspieler geworden, weil nachdem ich mit ungefähr 12 oder 13 meinen ersten Film mit Sophia Loren gesehen hatte, ganz klar war, ich werde Schauspieler und dann lerne ich die ja kennen. Und seitdem bin ich in sie verliebt und habe die meisten Filme von ihr auch gesehen. Ich habe sie nicht kennengelernt. Habe aber mal eine Begegnung gehabt, da habe ich ihren Liebhaber gesprochen und habe wenigstens gehofft, dass ich die wundervolle deutsche Stimme, die Dame, die heißt Marion Degler und ist inzwischen hochbetagt und wohnt in Wien. Und das muss eine zauberhafte Kollegin gewesen sein. Die hat Audrey Hepburn die Stimme geliehen und ich weiß nicht wem noch. Eine Himmelsstimme und muss eine entzückende Kollegin gewesen sein. Und da habe ich gedacht, ja, dann lerne ich die wenigstens kennen. Nein, die kam erst einen Tag später und ich habe meine ganze Rolle den ganzen Tag alleine aufgenommen. Alle Liebesszenen habe ich mit mir selber gespielt. 3 Sätze in einem Hollywood-Film. Ja, so ein Nachtwächter, wenn die da so einbrauchen würden, oder einen pensionierten Pfarrer, oder. Oh, good morning, sir. Everything all right? How's your wife?
Oh, she's lovely. She looked so lovely yesterday. I saw her when you left the office here. Would you like to have a little bit of champagne? Your secretary would bring it. Thank you, sir. The elevator is coming.